jemand in meinem näheren Umfeld hatte einen positiven Schnelltest. Dementsprechend bleibe ich wohl erstmal daheim. Man muss ja heutzutage nicht mal mehr raus, um einen zu kaufen. Die Frage ist auch immer, was habe ich eigentlich bestellt? Was? Oder was ich zugeschickt bekommen habe, weil manche Sachen bestelle ich gar nicht oder manche Sachen bekomme ich wegen meinem Unboxing-Kanal einfach zum Testen. Und ich hatte die Möglichkeit, Strahler zu testen, LED-Strahler, und ich dachte, ja perfekt, Licht kann man immer brauchen, so was halt von der Seite anleuchtet oder einfach im Hintergrund, so, ja. Habe ich ein bisschen anders erwartet. Also, ja, da überlege ich mir noch, was ich mache. Mann, ey. Da wird man einmal cool was wegwerfen. Fuck. Dann hier noch ein Typ C Adapter. Den bekomme ich tatsächlich auch zum Testen, aber den kann ich tatsächlich auch wirklich brauchen für meinen Laptop. Wer auch immer hier einen Kleber über die Aufreißkante macht. Einmal ein streng geheimes Geschenk. Dann irgendwelche TWS Q16 Bluetooth-Kopfhörer. Mehr dazu gibt es diese oder nächste Woche auf meinem Unboxing-Kanal. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, ich habe euch den da verlinkt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von dem Video. Das ist eine Sache, die kostet 15 Euro und sollte meiner Meinung nach jeder Twitch-Streamer haben oder jeder YouTuber, der irgendwie Tutorials mit Webcam macht. Und zwar ist das ein USB auf HDMI-Adapter. Den kann man nämlich per USB in den Computer stecken und auf der anderen Seite ein HDMI-Kabel einstecken. Ja gut, man braucht ein bisschen mehr als 15 Euro, weil man das Kabel natürlich auch braucht. Zumindest jeder YouTuber und Twitch-Streamer, der eine Kamera hat, mit HDMI-Ausgang. Ich gehe jetzt einfach davon mal aus, dass jeder, der irgendwie YouTube-Videos macht oder sowas, es sei denn, ihr filmt mit einem Smartphone, eine Kamera hat mit HDMI-Ausgang. Und ich werde euch das jetzt einfach mal beweisen. Ich habe hier ein paar Kameras, die sind verschieden alt, zum Beispiel meine Nikon D5100, HDMI-Ausgang. Irgendeine uralte Sony Alpha-Kamera, HDMI-Ausgang. Irgendeine komische Digitalkamera von Canon, HDMI-Ausgang. Und eine noch ältere Sony Alpha, HDMI-Ausgang. Und eine 4 GB Speicherkarte. So, hier steckt man jetzt einfach das Kabel rein, zack, und das andere Ende in die Kamera. Das probieren wir jetzt aus, würde ich mal sagen. Wir nehmen jetzt einen Stick mit dem HDMI-Kabel, stecken den da rein. Dann nehmen wir diese Digitalkamera, weil die hat gerade noch Akku. Zack. Und sie ist an. USB-Video. Will nicht. Top. Woran liegt's? Vielleicht liegt sie an der Kamera. Als ob das jetzt nicht geht. Okay, also die Kamera will scheinbar nicht. Deshalb switchen wir jetzt einfach auf die hier. Ja. Ich hätte vielleicht nicht ganz so große Töne spucken sollen, vielleicht lag es ja doch an der Kamera. Und es geht nicht jede Kamera, aber ihr seht, die Kamera, mit der ich gerade jetzt aufgenommen habe, ist jetzt mit dem Kabel hier verbunden. Das kann man natürlich noch ein bisschen verstecken. Pam! Und schon kann man ganz einfach eine Kamera als Kamera verwenden. Jetzt habe ich aber eine Idee. Was passiert wohl, wenn ich an den Adapter jetzt nicht eine Kamera dran stecke? Sondern eine Xbox. Kabel in die Xbox, Kabel in den Adapter, da rein, Strom und jetzt öffnen wir nochmal die Kamera-App. Oh, wie geil! Wie geil! Also man sieht, man kann echt alles an diesen Adapter anschließen. Sogar eine Xbox. Oder wahrscheinlich auch jeden Laptop. Was passiert, wenn ich einen Kreis mache vom Laptop in den Laptop? Dann müsste es ja einen ewigen Loop geben. Und schon hat man einen dritten Monitor im Monitor. Ist das behindert? Ach, geil. Natürlich ist es fragwürdig, ob man das tun würde, um seinen Laptop oder seine Xbox anzuschließen.
Aber als Webcam-Alternative ist es auf jeden Fall top. Und ganz klar ist, die Qualität ist besser. Also wenn ihr zum Beispiel ein Greenscreen habt, ist die Greenscreen-Qualität am Ende auch ein bisschen besser, weil mehr Pixel da sind und es so ein bisschen feiner die Kanten raussuchen kann. Und wie gesagt, das Ding kostet nur 15, inzwischen kostet es 16 Euro. Ihr findet sicher auf anderen Shops als Amazon noch günstiger. Und es ist definitiv über 100 Euro günstiger als die Version von Elgato. Klar, ihr könnt damit 4K aufnehmen, aber ganz ehrlich, ob die Kamera jetzt in 4K ist oder nicht, sieht man in Zoom oder Skype oder auf eurem Twitch-Stream eh nicht. Also, ich kann es empfehlen. So, also ich habe jetzt definitiv genug rumgespielt für heute. Das Ganze wird jetzt erstmal wieder aufgeräumt. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier ganz viele LEDs habe, hier drehe ich morgen oder übermorgen ein Video, was am Samstag auf dem Kanal rauskommt. Es geht um Geschenkideen für Fotografen und Foto- und Videobegeisterte, so wie mich. Also falls irgendjemand in eurem Freundeskreis irgendwie begeistert ist von der Arbeit mit der Kamera oder falls ihr selbst noch nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt, schaut auf jeden Fall Samstag in dem Video vorbei. Abonniert am besten einfach den Kanal und dann werdet ihr es nicht verpassen. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung auf euer Handy, wenn das Video rauskommt. Und damit wären wir auch schon am Ende vom Video. Am Ende geht es ja immer um meine Einnahmen und Ausgaben. Diese Woche Einnahmen hatte ich keine. Ausgaben hatte ich zwei, und zwar einmal das Kabel und einmal den Adapter für insgesamt 24,98 Euro. Und mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Haltet eure sozialen Kontakte klein, steckt euch nicht an, damit ihr sicher Weihnachten feiern könnt. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in meinem nächsten Video. Ciao.